Gläschen? Oh, nein, danke, danke, sehr nett. Mr. Hanna, was darf ich Ihnen bringen an diesem grandiosen Tag? Gut, Hector, folgender Schlachtplan. Du bringst uns jetzt zwei absolut Martinis, du weißt ja, wie ich sie mag, ohne Eis. Und nach exakt 7,5 Minuten bringst du uns die nächsten zwei. Und danach immer wieder zwei. Und das alle 5 Minuten, bis einer von uns beiden vom Stuhl rutscht. Ausgezeichnete Strategie, Sir. Nein, mir reicht fürs Erste das Wasser. Danke. Ist ein erster Tag an der Wall Street. Das wird schon. Danke. Danke sehr. Mr. Hanna, Sie nehmen schon tagsüber Drogen und sind dann auch konzentriert und in der Lage, Ihren Job auszuüben? Scheiße, wie soll man das denn anders schaffen? Kokain und Noten, mein Freund. Verstehe. Ich muss sagen, es fasziniert mich total, jetzt der Mitarbeiter Ihrer Firma zu sein. Ich meine, die Kunden, die Sie haben, sind absolut... Scheiß auf die Kunden. Es geht immer nur darum, dir deine Brötchen zu verdienen. Hast du eine Freundin? Ich bin verheiratet. Ich habe eine Frau. Ihr Name ist Theresa. Sie schneidet Haare. Glückwunsch. Danke. Du musst an Theresa denken. Das Spiel ist einfach. Zieh deinen Kunden das Geld aus der Brieftasche und lass es an deiner verschwinden. Gut. Und wenn ich dann damit für den Kunden einen Profit erwirtschaften kann, sind beide Seiten glücklich. Richtig? Nein. Regel Nummer 1 an der Wall Street. Niemand, ob du jetzt Warren Buffett oder Jimmy Buffett heißt, niemand kann vorhersagen, ob eine Aktie steigt, fällt oder sich seitwärts im Kreis dreht. Schon gar nicht für Broker, oder? Mhm. Das ist alles Fugazi. Du kennst Fugazi? Nein, Fugazi, das ist eine Fälschung. Fugazi, Fugazi, Wahnsinn, Schwachsinn, alles Feenstaub. Es existiert nicht, es ist nie gelandet, es ist keine Materie, es existiert nicht im Periodensystem. Es ist einfach nicht real. Okay. Alles klar. Gut zuhören. Wir erschaffen einen Scheißdreck. Wir bauen nichts auf. Nein. Wenn du also einen Kunden hast, der bei 8 eingestiegen ist, und jetzt steht die Aktie bei 16, da ist der verflucht glücklich, er will die Kohle einstreichen, Bares, er mit dem Geld und ab nach Hause. Und genau das musst du verhindern. Okay. Weil es dann real würde. Verstehe. Und was tust du? Du kriegst eine neue, brillante Idee. Eine besondere Idee. Eine andere Situation, eine andere Aktie, in die er sein Kapital und sein Gewinn steckt. Und genau das tut er jedes Mal, weil das nämlich verfickte Junkies sind. Und das machen wir dann immer wieder. Und wieder und wieder und wieder. Er glaubt, er könnte so stinkreich werden, was er auch ist, auf dem Papier. Aber du und ich, die Broker, wir bringen klingende Münze nach Hause. Wir kassieren die Provision. Darauf kannst du einen lassen. Ja. Das ist ganz unglaublich, Sir. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie aufregend das ist. Verstehe ich. Es gibt zwei Schlüssel zum Erfolg in unserem Business. Erst einmal die Sache entspannt angehen. Ja. Wickst du? Ob ich wichse? Ja. Ja, ich wichse, klar. Wie oft in der Woche? So drei, vier Mal, vielleicht sind es auch 5. Das reicht nicht. So selten machen es bei uns nur die Anfänger. Ich persönlich, ich hole mir 2-mal täglich einen runter. Also mindestens. Wow. Einmal morgens, gleich nach dem Workout und dann nochmal direkt nach dem Lunch. Tatsächlich? Ja. Ich mag es gern, aber deshalb tue ich's nicht. Ich tue es, weil es ohne die Scheiße nicht geht. Überleg mal, du hast dauernd mit Zahlen zu tun, den ganzen Tag. Kurse, Kommastellen, Berechnungen, bang, bang, bang. Verfickte Ziffern. Nichts als senffarbene, gut gequirlte Hirnkacke, oder? Da tickt man leicht mal aus. Okay, schön die Schlange würgen, da bleibt das Blut in Wallung. Der Unterleib bleibt im Rhythmus. Geht klar. Das ist kein Tipp, das kriegst du von mir verschrieben, ehrlich. Tust du es nicht, verlierst du die Balance, dein Motor blockiert und du kippst einfach um. Oder noch ärgerlicher, habe ich alles schon erlebt, du implodierst. Nein, ich will nicht implodieren, Sir. Nein, ich will. Natürlich nicht. Ich will das ja langfristig machen. Ja, Implosionen sind scheußlich. Ja. Also so oft wie du kannst, ab ins Bad und besorgst dir. Und als wahrer Meister denkst du die ganze Zeit ans Geld, während du dir anhobelst. Der zweite Schlüssel zum Erfolg in dieser Branche ist dieses Schmuckstück hier. Es heißt Kokain. Okay. Es hält dich frisch und munter zwischen den Ohren. Und außerdem kannst du dann schneller wählen. Und weißt du was? Das ist gut für mich. Genug. Umdrehungen, du verstehst? Umdrehungen. Halt die Kunden im Riesenrad fest. Und es dreht sich. Der Rummel ist das ganze Jahr rund um die Uhr geöffnet. In jedem Jahrzehnt, in jedem gottverdammten Jahrhundert. Das ist alles. So läuft das Spiel. Oh, Reikidiki. Danke. Hmm.
Wir sind der gemeinsame Nenner. Noch weiter? Du hörst das Echo, wie das Geld einläuft. Die Parade zieht ein. Über den Broadway. Ist eine Einbahnstraße. Ganz egal, wo ich gehe.